Bonnie, warte hier. Ich weiß nicht, ob ich mit dir hier wirklich durch dieses Tor schreiten will. Das sieht hier ein bisschen gefährlich aus. Ah, das ist doch E-Routine, oder? Ja. Ja, ja. Celaras Grab. Mit Brunnen. Schöner Ausblick und Schmetterlinge und alles. Oh, geil. Ich mag den Himmel, die haben hier echt eine hübsche Skybox genommen. Celaras Grab? Liebe den, den du liebst, hasse den, den du hast, aber hasse nie den, den du einst liebtest. Wer ist Celara? Hm, vielleicht auch Quest verbunden. Mit einer Hütte? Bestimmt Baratheons Frau oder sowas. Würde passend, wenn das Grab diese Position hier hat. Oder Aranzuls Frau. Oder Arktwens Frau. Oder irgendwie sowas. Eine unmögliche Hütte, okay. Ah nein, halt, Celara! Warte doch mal, Celara! Ach, warte. Schnell, Hauptquest, Moment. Der Name kommt mir bekannt vor. War das nicht die, um die sich Arktwend und Aranzul gestritten haben? Doch, oder? Doch, das war... Die hieß irgendwas mit Z. Das war doch die Celara, oder? Oh, damn! Bin ich jetzt an irgendeinen Punkt gekommen, wo ich irgendwie, keine Ahnung, mitten in der Hauptstory oder am Ende der Hauptstory hinkomme, irgendwie sowas? Also ich weiß, wenn ich eine emotionale Story schreiben würde, dann würde ich auf jeden Fall das Grab der Dame, um die sich die beiden Hauptcharaktere oder einer der Hauptcharaktere gestritten hat und für die einer der Hauptcharaktere viel geopfert hat, dann würde ich das auf jeden Fall mit in die Hauptquest weben. Und möglichst am Ende, weil die meisten Stories, wenn sie gut sind, dann müssen sie mit einem möglichst emotionalen Ende, mit einem emotionalen Paukenschlag enden. Und wie funktioniert das besser als mit verstorbenen Geliebten? Jetzt habe ich mir wahrscheinlich schon 70 Spielstunden im Voraus gespoilert. Egal. Ich sage nur, wie ich es gemacht hätte. Ich weiß nicht, ob wie die lieben Leute von Shure AI das gemacht haben. Bin echt gespannt, zu was für Orten und bei was für Personen wir sonst noch so im weiteren Spielverlauf vorbeikommen werden. Wisst ihr was? Ich glaube, ich folge nicht mehr dem Fluss. Ich mache hier... Obwohl... Ich gehe hier gleich rüber, hier quer durch, aber mich würde einfach hier interessieren, was das hier ist, weil ich hier einfach ein riesiger Haufen an leeren Särgen irgendwie. Nördliche Ebenen, Stufe 27 bis 30. Was sind wir gerade? 24, okay. Okay, scheint aber... Oh, ein Damm oder sowas. Boah, und Leute, wer spoilert mich jetzt mit irgendwas von wegen... Hey Stone, woher weißt du das? Du hast recht gehabt. Oder sowas von irgendwelchen Dingen, die ich jetzt erwähnt habe. Oder wisst ihr, mit was ihr mich auch schon gespoilert habt? Wenn ihr in die Kommentare geschrieben habt, sowas wie... Stone, du bist zu schlau für dieses Spiel. Das war jetzt zum Beispiel aber nicht bei Nerim, aber bei anderen Spielen. Du bist zu schlau für dieses Spiel. Das heißt, das ist für mich automatisch indirekt ein Spoiler dafür, dass ich herausgefunden habe mit irgendeinem Kommentar in der Folge, was später irgendwann mal passieren wird. Kalte Winde. Hier ist eine Höhle. Bonnie, warte kurz. Oh, die Höhle ist da ganz unten irgendwo. Ich speichere mal kurz. Just in case. Wer ist dieser Justin? Oh, hallo, ein Lager. Ich will wissen, was diese Höhle ist. Oh. Bin ich hier richtig? Nein, ne? Das sieht hier cool aus. Ich muss gucken, was es ist. Oh, oh. Bleibt da schön stehen, meine Freunde. Wir wollen ja das Gelände ausnutzen hier. Aber mich nervt es...
Na, hat da jemand keinen Hieb mehr losbekommen? So, Leiche. Da. Oh. Die graue Blüte. So, ne, ein paar hier Gebrauchsgegenstände. Oh, Silberader, nice. Fast übersehen. So, kurz leise sein, gerade eben war wir hier wieder so ein übelst lauter Moped-Fahrer. Immer diese Moped-Fahrer direkt vor meinem Fenster. Gut, sonst scheint hier nichts zu sein. Auf meiner Karte ist jetzt auch nichts in direkter Nähe. Ganz ehrlich, Leute, ich finde es richtig geil, mit was für kleinen Details hier gearbeitet wird fürs Nordreich. Wir sind noch nicht im absoluten Norden, ist also noch relativ unweiß hier. Aber so wie gerade eben einfach wieder diese starken Windböen, die sind mir vorher noch nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob die auch im normalen Reich waren. Ich will immer noch wissen, was diese Höhle hier ist. Das macht mich neugierig, einfach weil ich sie nicht sofort gefunden habe. Die ist doch hier. Sie ist direkt hier auf meiner Karte. Wo ist die? Nein, oder? Oh. Merkwürdige Höhle, Merkwürdige Höhle. What? Geheime Shure-AI-Einrichtung. What? Easter Egg incoming. Was geht hier ab? Huch, what the hell? Oh, ist das geil. Ich muss eigentlich schon aufhören aufzunehmen. Ich habe keine Zeit mehr, aber das ziehe ich mir doch hier mal noch rein. Ach nö, muss ich hier kämpfen? Ich hatte ehrlich gesagt einfach gehofft, dass ich hier ein kleines Easter Egg einfach ein bisschen genießen kann. Aber nein, hier sind ja Leute, die mir auf die Nerven gehen wollen. Was ist denn da los? Komm, gib ihm. So. Und so. Cool. Ziemlich dunkel hier. Eins, zwei Zahlen irgendwie. Könnt ihr mal aufhören, ihr verdammten Kobolde. Ihr wollt mir jetzt aber nicht ernsthaft irgendwie sagen, dass das hier eine Produktionshalle für die Goblins ist oder sowas. Das wäre nämlich ein bisschen ärgerlich. Ha, okay, gehen wir einfach mal zu 1. Warum nicht? Ja. Mittlerweile macht meine Waffe einfach so viel mehr Schaden als meine eigentlichen Zauber. Ist echt crazy. Dennis Zellentür. Ach, ist einer der Entwickler. Oh. Ah, das ist der auch immer auf den Plakaten war. Nice. Gute Arbeit, Jungs von Shure AI. So mal als direktes Lob an euch. Schönes Easter Egg. Ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt jemals im Spiel irgendwann von selbst einen Easter Egg finden werde. Ich weiß, dass Freezy mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass hier irgendwo eine Easter Egg-Höhle sein soll, die merkwürdige Höhle heißt oder sowas. Aber ich hatte mir nicht wirklich angeguckt, wo es genau die gibt oder irgendwie recherchiert. Du! Was ist das hier? Ach, der Turm. Warte mal. War das nicht in dem Trailer von Nerim drin?
Da stand auch so ein Typ irgendwie im Glockenturm und hat irgend so eine tolle Rede gehalten. Und dann, bla bla bla, die Welt und da ungerecht und wir werden uns dagegen auflehnen, bla bla, irgend sowas. Weißt du Bescheid. Coole Sache. Schauen wir mal, was hier sonst noch so ist. Stirb! Nein! Hohe Glaswände, irgendwelche Apparate. Ah. Simon! So, ich war schon bei Dennis. Hallo Simon. Das sieht aus wie eine Falle. Bist du für die Fallen in Nerim zuständig, Simon? Ha. Nein. Okay. Danke, Simon. Ach, sind das die Bücher, die er geschrieben hat? Benjamin Avenzin. Vielleicht heißt er mit zweitem Vornamen Benjamin. Cool. Ich weiß, ich könnte die Bücher auch zum Verkaufen mitnehmen, aber ich lasse es einfach mal so drin, um den Raum ein bisschen in Ehren zu halten. Trebron. Heißt du wirklich so, oder hast du dich nur mit deinem Spitznamen hier verewigt? Schaufel. Hä? Schaufelabdeckung? Ach, war das vielleicht derjenige, der fürs World Design zuständig war oder sowas? Mit der Schaufel in der Hand. Ich habe das Terraforming betrieben. Ich war für das Gelände zuständig. Vielleicht. Kann sein. Und deswegen auch die Skeletthand aus dem Boden. Gott, ich habe da so ewig dran gearbeitet. Das war ein einziger Krampf. Ich gucke gerade auf die Minimap. Bisschen rauszoomen. Will hier nichts übersehen. Ein leerer Raum. Hat irgendein Entwickler vergessen, sich hier zu verewigen? Entweder das, entweder vergessen oder wollte sich nicht verewigen. Oder vielleicht wurden damit alle verewigt, die nicht zum Hauptteam gehört haben. Leute, Leute, ich sag's euch, ich brauche echt langsam Feuerball Rang 4. Rang 3 irgendwie, vielleicht liegt's auch daran, dass irgendwie Kobolde eine erhöhte Feuerresistenz haben, ich weiß es nicht, aber da reißt es nicht mehr so wirklich. What? What? Bock, 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 bock. War das hier der Huhn-Designer? Alle gucken sie in den Gang. Erstarrt vor Angst war der Hahn im Korb. Die Hennen taten es ihm gleich. Gott, sobald ich versuche, auch nur eine ansatzweise rauchige Stimme anzuschlagen, muss ich anfangen zu husten. Eingestürzt, nichts zu holen, okay. Oh. Nichts, okay. Auch Foto von dem Entwickler. Verewigt auf Kopfgeld schreiben? Nee, die sahen eigentlich ein bisschen anders aus. Egal, ein ganzer Raum voll. Wow, wow. Was ist hier los? Mehr grüne Flüssigkeit. Vielleicht ist das ihr Hirnschmalz. Ganz viele Hocker. Einfach ein paar Hocker. Das ist an zu Ehren des Designers, der hier ist wirklich gar nichts. Zu Ehren des Designers, der die ganzen Möbelstücke entworfen hat. Keine Ahnung. So, wo was? Hier. Da waren wir noch nicht. Oh, wow. Geil, Mann. Kurz mal das hier ausmachen.
Nice. Das ist verdammt nice. Ich glaube, ich mache mal kurz hier einen Screenshot. Nope. So. Oh, ich habe nichts mehr zum Trinken. Richtig, richtig geil. War nicht irgendwie das Logo von Sure AI auch so ein halbes Zahnrad oder sowas? Haben die überall hier ihr Logo? Teil von ihrem Logo. Eingebracht. Geile Sache, geile Sache. Sonst ist hier nichts. Cool. Richtig, richtig cool. Oh, was war das für ein kranker Motorradfahrer vor meinem Fenster? Sonst gibt's hier nichts. Ich bin immer noch so ein bisschen unsicher wegen dem einen eingestürzten Raum. Weil wenn ihr mal auf die Minikarte guckt, da scheint was zu sein. Und alle Hühner gucken hier hin. Boah, ohne Fackel ist es hier echt stockfinster. Sonst nichts in diesem riesigen Gemäuer hier? Ich hätte schwören können, hier gibt's noch irgendwas. Ha. Weil ich habe mich zwar nicht über die Position von dieser merkwürdigen Höhle spoilern lassen, aber ich habe irgendwo zufällig von einer Sache gelesen, die hier angeblich in so einer, in der Sure AI Easter Egg Höhle vorkommen soll. Habe ich jetzt aber nicht gefunden. Schade, sehr schade. Aber lässt sich nichts machen. Also, wenn ich es nicht finde, dann finde ich es nicht. Vielleicht, dieser Raum war mir hier genauso suspekt, weil er einfach leer ist. Oder wisst ihr was? Wartet mal kurz. Ich laufe da kurz rüber. Und weil wir hier ja eh in einer Easter Egg Höhle sind. Ne? Wollen wir mal gucken. Ah! Oh! Hoppala. Ich hab von Bonnie die Collision kurzzeitig ausgemacht. Wo ist dieses kleine Easter Egg, von dem ich noch gehört habe? Ist das in irgendeiner Wand drin? Ah, ich weiß es nicht. Könnte sein, dass die es auch hier irgendwo so komplett versteckt haben. Ich weiß es ehrlich nicht, Leute. Ich möchte es euch aber gerne zeigen. Hier kann auch jeder so ein bisschen jetzt mal nachsehen, wie so Level-Design gemacht wird, ne? Geile Geräusche auch von den Zahnrädern hier. Okay. Huch. Ich habe nochmal kurz geladen, weil ich den Speicherpunkt gesetzt habe, bevor ich die Collision ausgemacht habe für meinen Esel, weil ich möchte ja auch nicht, dass mein Esel jetzt durch alle Böden fällt der gesamten Welt, das wäre ein bisschen doof. Aber das Easter Egg, von dem ich hier wusste, war, also was ich glaube, was hier gewesen sein soll, war von so einem Küken. Hier sollte angeblich irgendwo so ein winzig kleines Küken gewesen sein. Was irgendwie so Terrorküken heißt oder irgendwie sowas. Vielleicht ist es auch in einer anderen Höhle, aber ich habe nur gehört, dass es angeblich irgendwo in einer Sure AI Easter Egg Höhle sein soll oder so. Aber ich habe keine Ahnung, ob das jetzt hier die war, ob ich die zufällig die richtige gefunden habe, weiß ich nicht. Da drüben ist noch eine Höhle. Welcome to the Nordreich. Aber keine Sorge, Leute, im Nordreich gibt es nicht so viele Dungeons wie im Mittelreich. Also ich werde hier garantiert bei weitem nicht so viel unterwegs sein wie im Mittelreich. Räuber. Oh, noch nicht tot. Mit dieser empfindlichen Steuerung, also es passiert für meinen Geschmack echt viel zu oft, dass ich einmal so rund um die Gegner rumfahre. So.
Silberpfeile, ich muss wieder aufhören, alles Mögliche einzustecken. Also ich habe bisher schon nicht alles Mögliche eingesteckt. Ich habe mich eigentlich immer so ein bisschen jetzt zurückgehalten, als wir unterwegs waren. Also Pflanzen sind natürlich egal, weil die wiegen nicht so viel. Aber ansonsten habe ich mich immer zurückgehalten und noch mehr aufs Gewicht geachtet, so wie sonst schon. Oh, ein bisschen healen. So, okay. Ich überlege gerade. Moment kurz, meine Freunde. Oh. Mystery. Da drin sehe ich schon einen Fuß. Aber ich habe leider keine Zeit mehr, deswegen würde ich sagen, wir machen nächste Aufnahme hier weiter. Vielleicht werdet ihr das noch in der gleichen Aufnahme sehen, aber ich muss mich leider für heute verabschieden. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Freut mich, dass ihr dabei wart. Und wie immer, vergesst nicht, wenn euch das Let's Play gefällt, natürlich einen kleinen Daumen hoch zu geben bei den Folgen. Dann finden noch mehr Leute zu meinen Folgen und können das wunderschöne Nerim genießen. Vielen Dank. Und jetzt aber sehen wir uns das nächste Mal oder gleich wieder, je nachdem. Bis dann!